Mein heutiger Gast im Dialog ist Charles M. Huber. Dem einen oder anderen von Ihnen mag er bekannt vorkommen. Richtig, 12 Jahre lang war er der Assi vom Alten, Kriminalkommissar Henry Johnson in der Kriminalserie Der Alte im ZDF. Seit einigen Wochen haben Sie einen anderen Beruf. Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages für die CDU. Herzlich willkommen bei Phoenix. Danke, Herr Schier. Herr Huber, wie kommt ein Kriminalkommissar in den Deutschen Bundestag? Sie meinen, ich habe den Tatort gewechselt. Wenn Sie so wollen, ja. Es ist natürlich nicht, ich sage es mal so, eine gängige Vita, der Übertritt vom Film- bzw. vom Fernsehgeschäft zumindest nicht in Deutschland in den Bundestag. Aber wenn Sie das international betrachten, mit Blick auf Amerika, da gibt es wohl auch ein paar Kollegen, wenn ich jetzt hier Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, die in die Politik gegangen sind. Und ich sage es aus der Sicht des Deutschen Bundestags, ich denke, dass es wichtig ist, dass der Deutsche Bundestag vielfältig wird in Bezug auf die Erwerbsvita der einzelnen Parlamentarier. Und ich finde, und offensichtlich finden das andere auch interessant und ich finde es gut. Und wie reagieren die Leute drauf? Gibt es da auch negative Reaktionen? Ach, der hat doch keine Ahnung von Politik, dieser Schauspieler. Naja, wissen Sie, in der Zeit, in der ich Schauspieler geworden bin, waren die Schauspieler und die Künstler alle sozial engagiert entweder oder sie waren auch politisch engagiert. Ich denke, dass der Bereich Film, Fernsehen, Literatur und Kunst generell eine sehr starke Affinität zu politischen Vorgängen besitzt. Also insofern denke ich, bin ich genau richtig. Aber es sind natürlich manche Leute, die diesen Beruf ungerechterweise unter dem Gesichtspunkt einer starken Oberflächlichkeit definieren. Jetzt würde es mich ja trotzdem interessieren, wie das genau vor sich gegangen ist. Sie können ja nicht eines Tages einfach beschlossen haben, jetzt werde ich Politiker und schon stellt Sie eine Partei für den Bundestag auf. Wie ging das vor sich? Nee, das können Sie ganz sicher nicht. Es ist ja so, ich war lange im Umfeld der Politik als Berater tätig für entwicklungspolitische Fragen und Prozesse, aber nicht mit Hinblick auf ein Bundestagsmandat. Also das ist eine Sache, die hat sich erst jetzt im letzten Jahr entschieden. Es ist eben so, wenn Sie Kernkompetenzen haben und unter Beweis stellen als Berater hier in diesem Bereich, den ich gerade angesprochen habe, kommt irgendwann jemand drauf und sagt, das kann der Mann ja unserem Parlament zur Verfügung stellen. Und so ist das dann vonstatten gegangen. Also, ich hatte nicht das Ziel des Bundestagsabgeordneten, aber ich hatte eine Effizienzorientierung, und zwar in Bezug auf die Dynamisierung von wirtschafts- und kulturpolitischen Prozessen zwischen Deutschland und afrikanischen Ländern. Jetzt könnte man ja auf den ersten Blick sagen, Charles Huber, der verkörpert perfekt den Multikulti-Gedanken der Grünen oder der SPD. Sie sind aber bei der CDU gelandet. Wie kommt das? Naja, zum Ersten, es ist so, man darf sich in seiner Meinung und in seiner gesellschaftspolitischen und politischen Haltung nicht fremd definieren lassen. Also damit hatte ich immer ein Problem mit der Fremddefinition, dass man sagt, der wird von mir so eingestuft, der muss. Wir sind in einer Demokratie, jeder Mensch hat seine eigenen Entscheidungsprozesse, für die er letztendlich auch gerade stehen muss. Ich bin natürlich auch, was die Politik und die Sicht auf politische und gesellschaftspolitische Vorgänge auch einem Wachstumsprozess unterlegen gewesen. Das heißt, mein politisches Bewusstsein hat sich auch gewandelt. Sie waren früher auch mal lange Jahre Mitglied in der SPD. Was hat Ihnen denn da nicht gefallen? Nun, es geht nicht darum, nicht gefallen oder nicht gefallen. Ich war politisch, wie gesagt, im breiten Rahmen nicht aktiv und auch nur insofern interessiert, dass ich Zeitung las. Ich war auf keinem Ortsverbandstreffen, ich war im parteipolitischen Sinne nicht existent. Und um nochmal Bezug auf das zu nehmen, was ich vorher gerade aussagen wollte, ich bin der Mensch, entwickelt sich anders.
Ich entstamme der 70er-Bewegung, wie auch viele grüne Politiker im Bundestag oder auch viele SPD-Politiker, weniger von der Union. Aber mit den Verantwortungsbereichen im Privaten ändert sich natürlich auch die Sicht der Dinge. Besonders dann, wenn sie Kinder haben, wenn sie Familie haben und auch eine Erfahrung mit sich bringen, auch im Ausland, im Vergleich zu Deutschland, wo man sagt, in Deutschland ist es so und überall ist es besser. Dann haben Sie mal in ein paar anderen Länder gelebt, dann sehen Sie, dass Deutschland ein sehr, sehr gutes Land zum Leben ist. Was hat Sie am letzten Endes dann von der Union überzeugt? Ist es die Kanzlerin Angela Merkel? Sind es die konservativen Werte? Ist es die Wirtschaftspolitik? Ich würde sagen, von jedem etwas. Und was mich sehr natürlich überzeugt hat, ist die Kanzlerin, die Angela Merkel. Ich habe gesehen, mit welcher Intelligenz sie sich auch durchgesetzt hat innerhalb der Fraktion. Dann auch mit welcher Ruhe und analytischem Bewusstsein sie an... Entschuldigung. Nehmen Sie einen Schluck Wasser, hilft manchmal. Nun, das, jetzt haben wir den Winter und schon legt er sich im Hals nieder. Natürlich auch die analytische Kompetenz, dass man sagt, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, als politisches Oberhaupt einer Nation Politik zu machen und auch Kommunikation zu machen. Was mir sehr gefallen hat, ist und immer noch gefällt, ist, dass eine Frau Merkel überlegt, bevor sie spricht. Was den wirtschaftlichen Teil anbelangt, ist es so, dass im Zuge der politischen Kommunikation, besonders vor der Wahl, die Wirtschaft oft als etwas sehr Eigennütziges dargestellt wird, wobei vergessen wird, dass die ganzen Sozialsysteme von dem wirtschaftlichen Erfolg in der Volkswirtschaft abhängig sind. Und ansonsten, der Konservativismus ist relativ. Ich bringe den Konservativismus nicht in Verbindung mit einem reaktionären Bewusstsein. Ich sage, dass man probate Dinge aus der Vergangenheit in die Zukunft mit hineinnehmen kann. Und wie sagt ein japanisches Sprichwort, ich muss schauen, dass ich es noch nachvollziehen kann, das heißt, der Glückliche profitiert von der Erfahrung anderer, der Unglückliche muss seine eigenen machen. Also ab und zu bin ich gerne glücklich, obwohl ich natürlich auch viele eigene Erfahrungen gemacht habe. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass der Wechsel eines Schauspielers in die Politik in Deutschland nicht so ganz der Normalität entspricht. Haben Sie den Eindruck, dass Sie aus diesem früheren Beruf Erfahrungen, Eigenschaften, Fähigkeiten mitbringen können, die Ihnen in der Politik was nützen? Ja, durchaus. Also ich würde jetzt sagen, ich komme zu Ihnen in dieses Interview. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin. Ich verbringe keine schlaflosen Nächte vorher, weil ich sage, ich muss mit Ihnen ein halbstündiges... Sie die Situation kennen vor den Kameras. So ist es. Erfahrung. Interview machen. Ich freue mich, wenn ich etwas sagen kann, wenn Menschen sagen, okay, das, was der Huber sagt, das klingt für mich interessant, das ist wichtig. Also ich, wenn auch die Lebenszeit nach hinten immer enger wird, sagt man, man verbringt lieber seine Zeit mit angenehmen Momenten als mit unangenehmen. Also insofern. Und es geht ja auch für einen Politiker darum, etwas rüberzubringen, die Leute von etwas zu überzeugen, also im besten Sinne auch zu werben, zu inszenieren für die eigene Politik. Letzteren Begriff würde ich in diesem Zusammenhang nicht auf meine Person beziehen wollen. Ich denke, dass ein Wähler in der heutigen Zeit unter dem Gesichtspunkt dessen, dass sich, ich führe es mal auf die Globalisierung zurück, man doch über manche Entscheidungsprozesse ein bisschen mehr nachdenkt wie früher, dass man auch den Politiker vor der Wahl mehr unter die Lupe nimmt. Also mit Inszenierung ist da weniger. Es geht um die Themenausarbeitung. Und inwieweit Sie Themen auch tatsächlich nachvollziehen können. Ich denke, dass das wichtig ist. Und das ist eine Sache, das hängt aus meiner Sicht vielleicht weniger mit der Schauspielerei zusammen, als mit dem Autorenwesen, wo Sie analytisch Dinge, Inhalte betrachten, aufarbeiten und auf den Punkt bringen.
ist. Welche Rolle spielt die Popularität? Hätte die CDU Sie auch für den Bundestag aufgestellt, wenn Sie nicht so ein bekannter Schauspieler wären? Naja, die Sache ist, dass die Bekanntheit auch ein großes Risiko in sich birgt. Und ich denke, wenn die CDU gesagt hätte, wir haben einen Schauspieler, der heißt Huber, der ist nett, aber der ist eine Pflaume, Entschuldigung, wenn ich das so volksmundig sage, und hat politisch keine Vorstellungen, dass das eine Geschichte gewesen wäre, die für die Partei, und sowohl auch für die Partei als auch für mich nach hinten losgegangen wäre. Und es hat ein Kollege von Ihnen gesagt, so eine Besetzung birgt in erster Linie oder in erster oder in zweiter, birgt für beide ein großes Risiko. Es ist etwas Besonderes, wenn ein Schauspieler in die Politik wechselt. Ihre Hautfarbe ist im Deutschen Bundestag auch etwas Besonderes. Bis zu dieser Wahl gab es im Deutschen Bundestag nie einen dunkelhäutigen Abgeordneten. Bei dieser Wahl hat sich das geändert durch Sie und durch Ihren Kollegen von der SPD, Karamba Diaby. Auch er stammt teilweise, hat Vorfahren im Senegal. Wie reagieren die Wähler, die Bürger auf einen Politiker mit dunkler Hautfarbe, der wie in Ihrem Fall Münchner Dialekt spricht? Naja, also würde ich jetzt gerade anfangen, die Bühne der Öffentlichkeit zu besteigen, wäre das wahrscheinlich für den deutschen Bürger etwas Besonderes in Bezug auf mich. Ich denke, also so wie ich es empfinde, ich habe zum Ersten das Hautfarbenthema nicht zum Wahlkampfthema gemacht, weder die Partei noch ich. Und ich glaube, es war von meiner Partei auch nicht die Erwägung, hier Toleranz zu postulieren mittels einer Besetzung wie der meinigen. Und zum anderen denke ich, was der Partei sehr gut gelungen ist, ist eben dadurch, dass das nicht thematisiert wurde, ist die Selbstverständlichkeit Menschen, die anders aussehen. Ich bin ja nicht anders sozialisiert. Also unter dem Gesichtspunkt nicht der Integration, sondern der Diversität unserer Gesellschaft, mich als Kandidat aufzustellen. Also ich werde auf Hautfarbe nicht angesprochen. Ich werde, wie auch in Ihrem Fall, auf meinen bayerischen Dialekt angesprochen. Als ich nach Hessen kam, hat es geheißen, ein Bayer in Hessen, und die Hautfarbe war da eben, wurde nicht diskutiert. Wir wollen uns ein paar Szenen aus Ihrem Leben anschauen, Szenen aus Ihrer niederbayerischen Heimat, aber natürlich auch Ausschnitte aus der Fernsehserie aus dem Alten. Stefan Martens hat das zusammengestellt. Mal ein bisschen vorsortiert. Ich weiß nicht, ob ich noch aufnahmefähig bin. Schon ziemlich spät. Das glaube ich nicht. Die im Büro hat nämlich funktioniert. Gibt es manchmal im Lauf der Welt besondere Augenblicke? Ich habe mich für das Programm von Angela Merkel und der CDU entschieden. Sorry, I have a question. Ich spreche kein Englisch. Gestatten Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Huber? Ja, gerne. Frau Kollegin Linke, Betroffenheit. Linke wäre auch nett.
Frau Kollegin Jernke, Entschuldigung. Dann machen wir es eben andersrum. Nehmen Sie bitte Ihre Handbremse. Unter den Händen. Darf ich Sie noch mal bitten, eine Frage zu formulieren? Wohl wissen, dass Sie auch jetzt schon eine Zwischenbemerkung gemacht haben. Da möchte ich eine Frage formulieren. Sind Sie zukünftig willens, hier eine Differenzierung zu machen? Ja, wir haben in den Ausschnitten auch ein paar Fotos gesehen, wo Sie als Kind zusammen mit Ihrer Mutter waren. Sie sind 1956 in München geboren, aber Ihre Eltern, die kamen aus ganz unterschiedlichen Welten. Ja, kann man durchaus so sagen, ja. Also, meine Mutter ist Niederbayerin. Ich bin in München zwar geboren, bin aber in Niederbayern aufgewachsen. Mein Vater war Diplomat aus dem Senegal, hatte sehr, sehr gut Deutsch gesprochen und hatte aus diesem Grund auch vom damaligen Bundespräsidenten Lübcke das Verdienstkreuz erster Klasse bekommen. Also es ist ein großer Spannungsbogen, zumindest augenscheinlich zwischen Senegal und Niederbayern. Aber jetzt, wo ich beide Kulturkreise kenne, würde ich sagen, sind die Unterschiedlichkeiten äußerlich stärker als innerlich. Damals hat das mit den zwei unterschiedlichen Welten am Ende dann doch nicht geklappt. Auf jeden Fall haben sich Ihre Eltern getrennt, noch bevor Sie auf die Welt gekommen sind. Wann haben Sie Ihren Vater das erste Mal gesehen? Meinen Vater habe ich das erste Mal in Berlin gesehen. Wie alt waren da Sie da? War ich 28. Jetzt sind Sie damals in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen in Niederbayern ohne Vater. Welche Gefühle haben Sie da Ihrem Vater gegenüber gebracht, den Sie nie gesehen haben? War das Ärger, Zorn, Sehnsucht? Naja, mitunter ja, aber jetzt nicht in der Zeit in Niederbayern. Ich hatte eine Großmutter, der ich sehr, sehr nahe stand und die so diesen Bereich Vater und Mutter zugleich abgedeckt hatte. Ich muss dazu sagen, Sie sind bei der Großmutter in Niederbayern aufgewachsen, die Mutter ist in München geblieben. Ist in München geblieben und ich fühlte mich in Niederbayern sehr daheim und tue ich immer noch. Und auch wenn ich muss dazu sagen, jetzt natürlich Hessen vertrete, aber der Ursprung meiner Sozialisierung war das ländliche Niederbayern, in dem ich mich sehr aufgehoben gefühlt habe. Und darf ich da gerade mal einhaken? Das überrascht mich jetzt, ja? weil zumindest in der Vorstellungswelt denkt man, es gibt nichts Schwierigeres als ein dünkelhäutiger Junge, der ohne Vater bei der Großmutter in Niederbayern aufwächst. Naja, das ist ein Vorurteil in Bezug auf ein Vorurteil. Ja. Und Niederbayern war... Ja, wie war es denn konkret? Es war gut. Ich würde sagen, dass Niederbayern mich nachhaltig in meinem Blick auf die Welt beeinflusst hat. Und wenn wir gerade vorher von konservativen Werten geredet haben, es gibt eine Querverbindung. Ich habe später hier Dramaturgie studiert bei einem amerikanischen Dramaturgie-Professor Robert McKee. Und dann sagte mir dieser, der sagte, ja, Values, Gefühle auch, sind konservativ. Und das sage ich, ich sehe da den Zusammenhang nicht. Da sagt er, nein, Gefühle sind konservativ, Gefühle gibt es immer, die gibt es schon, seitdem der Mensch existiert und wird es auch immer weitergeben, solange der Mensch existiert. Und diese Gefühlswelt, diese konservative Gefühlswelt mit den konservativen Werten wie Freundschaft und auch ein gewisses Maß an Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, Menschlichkeit, nicht nur sich an harten Fakten zu orientieren, sondern auch an den Konsequenzen, die für Menschen entstehen, indem sie Fakten so oder so behandeln. Das ist ein Relikt meiner niederbayerischen Erziehung. Also man sagt ja immer wieder, zu Recht oder zu Unrecht, Deutschland ist kein besonders offenes Land gegenüber Menschen, die anders aussehen. Sie sehen ja nun offensichtlich anders aus. Haben Sie das nie negativ zu spüren bekommen? Es gab sicher Zeiten, wo
Deutschland weniger offen war, als es sich jetzt darstellt. Und Sie haben vorher richtigerweise auch gesagt, ich bin Jahrgang 56, das heißt, ich bin 57 Jahre alt. Die deutsche Gesellschaft hat sich sehr stark verändert. Ich würde sagen, dass Deutschland nicht so flexibel ist, was das Meinungsbild anbelangt. Ja? Aber das heißt nicht, wenn sie sich aber integrieren, aber das ist kein Land. Denn jedes Land hält an Traditionen fest, auch ich halte an Traditionen fest. Und es ist nicht alles aus nichtigen Gründen oder Dingen, die relativ nichtig sind, aber man selbst als unglaublich progressiv empfindet, verbiegt in jede Richtung. Ich denke, eine Gesellschaft braucht Orientierungslinien. Und insofern, wenn Sie gewillt sind, auch Orientierungslinien dieser deutschen Gesellschaft zu berücksichtigen, dass dann die Äußerlichkeiten in den Hintergrund treten. Sie haben mal gesagt, meiner Oma verdanke ich alles. Hat sie Ihnen so dieses Selbstbewusstsein mitgegeben, das Sie ja offensichtlich gehabt haben? Sonst hätten Sie das wahrscheinlich nicht so gut hinter sich gebracht. Naja, also es ist so, die Oma hatte selbst viel Selbstbewusstsein, hat mir natürlich auch dadurch, dass sie eine sehr liebenswerte Person war, die ihre Liebe auch ausdrücken konnte. Das ist das, was ein Kind generell mal stärkt. Das ist nicht nur das gute Zureden, sondern auch, dass sie emotional eine starke Bindung haben, dass sie ihre Gefühle loswerden können als Kind, dass sie frei sind, wo sie der intellektuelle Prozess ja nicht so im Vordergrund steht. Und zum anderen sage ich, wenn Sie in einer kleinen Ortsgemeinschaft aufwachsen, wo Sie Menschen kennen, wo Ihr Leben unter dem Gesichtspunkt der Selbstverständlichkeit in der Kommunikation und in der Begegnung abläuft, da haben Sie gedanklich viele Freiräume, da sind Sie frei und dann können Sie über Dinge nachdenken, die Sie im praktischen Leben dann auch weiterbringen. Sie haben keine Ängste. Ein Kind ohne Vater, dunkelhäutig in den 50er Jahren, das hätte ja auch schief gehen können. Also man würde vielleicht normal sagen, da ist es alles angelegt, dass am Ende eine eher gescheiterte Karriere draus raus wird. Am Ende kam es ganz anders. Sie waren zuerst erfolgreicher Schauspieler, jetzt sind Sie Bundestagsabgeordneter. War das Glück, war das Zufall oder kann es in Deutschland jeder schaffen, wenn er sich nur anstrengt? Ich denke, dass in Deutschland jeder viel schaffen kann, wenn er sich anstrengt. Die Frage ist die Bemessungsgrundlage für die Anstrengung. Und die Bemessungsgrundlage der Anstrengung für mich ist immer der Effekt. Und ich würde mir eine gewisse Zähigkeit unterstellen, auch wenn ich sage, nun gut, die Schauspielerei ist auch eine sehr, sehr schwierige Geschichte, um da noch mal drauf zurückzukommen. Und ich denke generell, wenn Sie etwas nicht wollen, werden Sie es auch nicht erreichen. Und wenn Sie eine Entschuldigung suchen dafür, dass es in einer Zwischenstation nicht funktioniert, dann sollten Sie überlegen, woran es liegt und nicht eine Schuldzuweisung machen. Und ich erinnere mich an einen Satz eines Freundes von mir aus New York, ein schwarzer Autor aus Harlem. Und er hat gesagt, nobody in the world ever cares for the reason why you did not make it. Also niemand interessiert der Grund für die Tatsache, warum du es nicht geschafft hast. Ich bin an einem Effekt, an einem positiven Ausgang, an einem Resultat orientiert und das ist egal, was ich tue. Das ist meine Losung. Ihr Geburtsname war Karl-Heinz Huber. Wie kommt es zu dem Namen, unter dem wir Sie jetzt kennen, Charles M. Huber? Auch wenn Niederbayern sehr, sehr prägend für mich war, habe ich doch ab und zu in den Spiegel geschaut und habe gesagt, ja nun, warum sehe ich so aus? Ich habe in Niederbayern oft, wenn ich bevor ich in die Schule ging, schaute ich und denke, ich bin ja dunkelhäutig. Und als ich dann nach München kam, im Alter von 19, wurde natürlich die Hautfarbe mehr thematisiert. Weil ich kannte nicht jeden, nicht jeder kannte meine Herkunft und wie das nun so vonstatten ging. Und die Leute schauten, vielleicht sprach ich auch eine andere Sprache. Ich sprach bayerisch.
Und richtig bayerisch. Und dann suchen sie natürlich auch Idole, die ihnen ähneln, optisch. Mhm. Und da war eines Muhammad Ali, das andere Idol war Jimi Hendrix. Und Muhammad Ali war ein großer Kämpfer, jemand, der auch die Afroamerikaner in ihrer politischen Emanzipation sehr unterstützt haben. Mhm. Ein Vorbild für viele war, egal welche Hautfarbe. Und dann habe ich gesagt, Charlie, habe ich irgendwie ein Wortspiel gemacht, habe ich gesagt, Muhammad Ali, Charlie Muhammad. Und dann hatte ich mich anfangs Charlie Muhammad genannt. Mhm. Daraus wurde der Charles. Muhammad Ali nur ein theoretisches Vorbild oder boxen Sie auch selber? Das ist auch ein praktisches Vorbild gewesen. Also ich liebe den Kampfsport, ich liebe den Boxsport. Mhm. Und, haben Sie jetzt in Berlin schon ein Boxstudio gefunden? Kommen Sie jetzt nicht mehr dazu? Ich komme nicht so dazu. Ich suche etwas mit flexiblen Öffnungszeiten, aber mehr mit einem meditativen Hintergrund bin ich jeden Tag am Schattenboxen. Mhm. Das tue ich. Das beruhigt mich sehr. Der Durchbruch für Sie als Schauspieler war die Rolle im Alten. Wie hat man Sie dafür entdeckt? In einem Theaterstück, wo ich einen bayerischen Hausmeister gespielt habe. Das war sehr kurios, weil man den Hausmeister vorher nicht sah, sondern sie hörten ihn nur in seiner bayerischen Sprache. Und ich trat dann auf die Bühne, nachdem ich hier die Tür aufgeschlossen hatte auf der Bühne, und die Leute schauten alle hinter mich, wo ist denn jetzt der, der bayerisch spricht, neben dem Schwarzen, der auf der Bühne steht. Und ich habe dann weiter im Bayerisch gesprochen. Und es hatte einen durchschlagenden Effekt, und der spätere Produzent Helmut Ringelmann, Gott hab ihn selig, hat diese Vorstellung gesehen, dem hat der Rest der Performance auch gefallen, und somit wurde ich nach einer Proberunde innerhalb einer Episodenbesetzung dann zum Kommissar befördert. Diese Rolle war damals, zumindest damals, was ganz Außergewöhnliches. Ein schwarzer Seriendarsteller in Deutschland. Und dieser Seriendarsteller ist dann nicht, wie man sich vielleicht denken könnte, ein Verbrecher oder ein Zuhälter. Dieses Klischee hat ja zumindest damals weitgehend die Filme geprägt, sondern sie waren Kriminalkommissar. Das war schon was Außergewöhnliches damals. Es war eine außergewöhnliche Aussage, die Produzent und Sender damit getätigt haben. Und ich denke, dass das einer der großen Ansätze waren, das Thema Integration aktiv und in den Medien zu bearbeiten. Mhm. Also insofern denke ich, dass viele Leute da der Dickköpfigkeit des Helmut Ringelmanns sehr dankbar sein müssen, auch posthum. Mhm. Auch viele Kollegen, die jetzt überhaupt im Geschäft sind, ja, dass das damals keine Selbstverständlichkeit war, das darf ich unterstreichen. Sie haben Ihre afrikanischen Wurzeln zur Berufung gemacht. Sie haben viele afrikanische Regierungen beraten. Sie beraten europäische Firmen, die in Afrika investieren wollen. Und Sie haben ein eigenes Hilfsprojekt gegründet, Afrika Direkt. Was macht dieses Hilfsprojekt? Das Hilfsprojekt baut Schulen. Also wir haben uns spezialisiert auf den Bau von Bildungseinrichtungen. Wir sind gerade dabei, eine Bildungseinrichtung fertigzustellen in Senegal, in Bour, eben weil ich mich im Senegal am besten auskenne. Wird ein Gymnasium werden für 800 Kinder. Wir bauen da schon ein paar Jahre dran. Ich habe nun zwischenzeitlich, weil ich immer vor Ort bin, wenn die Baumaßnahmen einen größeren Rahmen getätigt werden. Und wie gesagt, wir stellen das fertig, und ich hoffe, dass ich künftig noch Zeit habe, hier im Vereinswesen gemeinnützig auf dieser Ebene tätig zu werden. Jetzt können Sie nicht nur mit Ihrem Hilfsprojekt helfen, jetzt sind Sie Politiker und entscheiden im Deutschen Bundestag mit, wie unsere, wie die europäische Politik gegenüber Afrika aussieht. Sie sind auch Mitglied im Entwicklungsausschuss des Deutschen Bundestages. Wenn man da so diese Bilder sieht vor Lampedusa, von den Menschen in diesen überfüllten Booten, was ist die richtige Reaktion? Muss man einfach sagen, okay, wir müssen mehr Flüchtlinge aufnehmen aus Afrika? Nun, es ist
ein schwieriger Entscheidungsprozess in dem Moment, wo die Flüchtlinge da sind, eine Entscheidung zu fällen. Tatsache ist natürlich, dass sie Menschen nicht im Meer schwimmen lassen können oder gar untergehen. Das ist unbestritten. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es zu wenig ist, diese Situation nur unter dem Gesichtspunkt der Auswirkung einer falschen Handelspolitik zu sehen. Ja, von wem immer die verursacht wird oder nicht dynamisiert wird, ist hier dahingestellt. Also falsche Handelspolitik, da wirft ja der EU vor, ihr mit eurer Fischereipolitik, ihr löst die Armut in Afrika aus und deswegen kommen die Flüchtlinge. Habe ich Sie da richtig verstanden? Es ist nicht nur die Fischereipolitik. Hm. Und es wurde ein grundlegender Fehler, den möchte ich hier mal prioritär feststellen. Es war eine verfehlte Landwirtschaftspolitik. Und die Landwirtschaftspolitik wurde auch von afrikanischen Verantwortlichen geprägt. Es war so, natürlich im Zusammenhang hier mit multilateralen Konzepten, dass man gesagt hat, man bearbeitet seinen Boden nicht mehr. Und wenn Sie sehen, was Sie hier für eine große Fläche, wenn Sie die nicht bearbeiten und Sie leben von importierten Reis oder von importierten landwirtschaftlichen Gütern, und dann sind Sie der Spekulation von Agrarrohstoffen ausgesetzt auf dem Weltmarkt, ja, wo 5 Firmen hier auf der Welt, die allerdings die nicht in Amerika sitzen, dann machen sie die Stabilität ihrer Volkswirtschaft, die Zufriedenheit, letztendlich das Überleben ihrer Bevölkerung davon abhängig. Dann war das meines Erachtens ein sehr, sehr fahrlässiger Ansatz. Es ist so, wir reden viel auch über Rohstoffpolitik und von Ausbeutung etc. pp. Wenn wir aber von der Masse der Menschen reden auf dem afrikanischen Kontinent, ist es so, dass es um das Essen und um das nackte Überleben geht. Sie haben 5% einer Bevölkerung in einem Land, die die größten materiellen Güter besitzt. 95% leben in der Schattenwirtschaft und sind auf eine Versorgung im Lebensmittelbereich angewiesen. Und ich denke, dass das die Ursache war, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dass es zuerst zu einer Migrationswelle innerhalb dieser Länder kam, und zwar von den ländlichen Gebieten, der Landwirtschaft, der nicht mehr angesagt war, in die Städte. Und als die Städte überfüllt waren, hat man gesagt, okay, ich habe im Internet gesehen, wie die Europäer leben, warum darf ich an diesem Leben der Europäer nicht teilhaben? Mhm. Und dann haben es ein paar geschafft. Die nehmen dann ein Handy und sagen, hier ist alles super. Und dann setzt dann einen Exodus in Bewegung, dessen wir hier nicht Herr werden können und dessen wir uns hier auch nicht bewusst sind. Heißt das jetzt, es ist richtig oder ist falsch, wenn die EU die Grenzen dicht macht? Es ist es ist sehr schwer zu entscheiden. Ich denke, dass die EU die Grenzen nicht dicht machen soll für Menschen, die tatsächlich verfolgt werden. Man muss da auch ganz wirklich unterscheiden zwischen Leuten, die tatsächlich politisch politischen Verfolgung unterworfen sind, Diskriminierung wegen Religion, wegen ethnischer Zugehörigkeit oder einer Lebensorientierung. Nein, da muss man einen Unterschied machen, auch zwischen Leuten, die Armutsflüchtlinge sind, sondern man muss ein Konzept entwickeln, zusammen mit den afrikanischen Partnerländern im bilateralen oder im multilateralen Sinne, dass die Wertschöpfung von dem, was am Handel zwischen afrikanischen Ländern und den Industrienationen geschieht, dass ein Teil dieser Wertschöpfungskette in diesen Ländern verbleibt. Und solange wir das nicht tun, wir sehen uns einer Bevölkerungsexplosion, einer demografischen Entwicklung ausgesetzt in afrikanischen Ländern. Bis 2050 wird sich die Bevölkerungszahl verdoppeln. Es werden überwiegend junge Leute sein. Und da können Sie dann 10-mal die Grenzen dicht machen. Die werden trotzdem kommen.
Das wird in Zukunft Ihr Hauptbetätigungsfeld sein, die Entwicklungspolitik. Im Moment sind Sie einfacher Abgeordneter. Soll, kann da noch mehr draus werden? Ich bin jetzt, sagen wir einfach mal so, für mich ist das Wichtigste die Arbeit. Für mich ist es so, ich möchte mich über, wenn ich es im frommschen Kontext sagen darf, nicht über meine fiktive Kompetenz mittels Amtes definieren, sondern über meine reale Kompetenz mittels meines Wirkens und tatsächlichen Schaffens. Und das ist hier mal vordergründig und hintergründig auch wichtig. Und alles andere, nun, das überlasse ich der Schöpfung und der Regierung. Das war der Dialog heute mit Charles M. Huber. Herzlichen Dank an Sie. Danke auch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse und weiter viel Vergnügen mit unserem Programm.